In diesem Video zeigen wir, wie die Minimalpaaranalyse funktioniert und wofür sie gebraucht wird. Die Minimalpaaranalyse nutzt man zur Klassifikation von Phonemen, Graphemen und Morphemen, also um herauszufinden, ob ein Phon, Graph oder Morph eine bestimmte Bedeutung trägt, die es von anderen unterscheidet. Wie die Minimalpaaranalyse für Morphe funktioniert, zeigen wir am Beispiel des Wortes Sonnenschein. Wir können das Wort in folgende Bestandteile zerlegen: Sonne, N, Schein. Wie sind wir darauf gekommen? Wir prüfen, ob es noch andere Wörter gibt, die sich nur in diesem einen Morph unterscheiden. Sonnenschirm, Lichtschein. Da alle Morphe auch in anderen Wörtern vorkommen, haben sie eine bestimmte Funktion und stellen ein Morphem dar. Das Gleiche kann man nun auch für die Identifizierung von Phonemen und Graphemen machen. Wichtig dabei: Es darf in dem Wort immer nur ein Phon oder ein Graph ausgetauscht werden. Zum Beispiel die Phone k und t. Um zu bestimmen, ob die beiden Phone bedeutungsunterscheidend sind, benötigen wir ein Wort, das sich nur in diesem einen Phon unterscheidet: Tatze und Katze. Indem wir dieses Minimalpaar gefunden haben, können wir zeigen, dass die beiden Phone die Bedeutung des Wortes verändern und somit ein bestimmtes Phonem darstellen. Gleiches gilt zum Beispiel für die Graphen h und m, Haus und Maus. Die Graphen verändern jeweils die Bedeutung des Wortes, daher stellen sie ein Graphem dar.